Wenn wir als Christen beten, dann sprechen wir mit Gott über unsere Probleme. Wir breiten vor ihm alle unsere Nöte, unsere Sorgen, unsere Kümmernisse aus. Weil wir wissen, wir selber in unseren Möglichkeiten können nichts unternehmen, was eine Lösung wäre. Wir geben Gott diese Dinge ab. Und dann haben wir manchmal einen Ausdruck dafür, indem wir sagen, Herr, in deine Hände befehle ich dieses Anliegen. Und wir meinen damit, dass wir dieses Anliegen, diese Not zu einer höheren Instanz abgeben. Dass wir wissen, bei Gott ist dieses Anliegen in jedem Fall am besten aufgehoben, weil er wird eine Wende schaffen. Er wird einen Ausweg schaffen. Er wird eine Lösung schaffen. In deine Hände befehle ich dieses Anliegen. Da fiel mir eine Geschichte aus Matthäus 8 ein, wo es um den Hauptmann von Kapernaum geht. Er war einer, der zu Jesus mit einem Anliegen kam, nämlich dem, dass sein Diener krank geworden ist. Und er bittet Jesus, dass er etwas unternimmt. Und Jesus sagt, ich werde kommen und ihn heilen. Da antwortet ihm der Hauptmann, es ist gar nicht nötig, dass du kommst. Ich bin gar nicht würdig, dass du unter mein Dach kommst. Sprich nur ein Wort aus, ein Befehl aus und es wird etwas passieren. Mein Knecht wird gesund werden. Denn ich weiß, ich bin selbst unter Befehlsgewalt und ich kann Befehle aussprechen, dass sie umgesetzt werden. Ich weiß, dass du nur ein Wort sagen musst und die Dinge werden sich verändern. Er hatte 100% Glauben und Vertrauen in Jesus, dass er nur ein Wort sagen muss. Jesus wundert sich über den Glauben von diesem Hauptmann. Für uns kann das heute ein geniales Beispiel werden, wie wir uns in den Situationen unseres Lebens heute nach Gott ausstrecken, nach seinem Handeln. Wir befehlen unsere Nöte, unsere Sorgen in seine Hand. Und er wird handeln. Nicht, weil es in unseren Möglichkeiten irgendetwas gäbe, sondern weil Jesus da ist, der ein Wort sagt und das wird die Wende werden. Ich befehle meine Anliegen in Gottes Hände. Und lass mich noch ein Wort sagen dazu, wie es mir oft persönlich ging, was ich lernen musste. Wenn wir die Dinge in Gottes Hand befehlen, dann sind wir oft schnell dabei, schnell wieder hinzurennen und doch wieder selbst irgendwelche Dinge zu generieren, irgendwas zu handeln, irgendwas zu machen. Lass uns das neu lernen, unsere Anliegen in Gottes Hände zu geben und sie dazulassen und zu schauen, wie der Herr handelt, wie er Auswege schafft, wie er eine Wende herbeiführt. Befehl deine Anliegen in Gottes Hände. Gott hat mehr für dich.